Erder Taunus Schulwende neue Messe einen Punkt bei der Netzanwendung gibt es Probleme. Punkt Bad Camberg Videokonferenzen, Arbeitsaufträge im Internet und Unterhaltungen. Die Corona-Pandemie hat den Alltag von den Schülern und Lehrern der Taunus Schule in Bad Camberg stark verändert. In den vergangenen Monaten blieben die Klassenzimmer leer. Punkt Der Unterricht fand ausschließlich in digitaler Form statt. Doch wie kamen Schüler und Lehrer mit dieser Situation zurecht? Und welche Hürden mussten überwunden werden? Der Unterricht wurde während des Lockdowns über die Plattform Microsoft Teams durchgeführt, sagt Clemens Ott, Schulsprecher der Taunus. Insgesamt habe es nur wenige Probleme gegeben. Punkt Zu Beginn des Distanzunterrichts sei es allerdings teilweise zu Überschneidungen der Arbeitsaufträge mit den Videokonferenzen gekommen. Das hat sich aber dann schnell gebessert, so Ott. Punkt Das Arbeitsklima sei weitestgehend entspannt gewesen, und die Videokonferenzen hätten den Präsenzunterricht gut ersetzen. Für viele Lehrer war der Distanzunterricht zunächst eine große Herausforderung. Punkt Besonders Videokonferenzen mit ausgeschalteten Kameras gestalteten sich mitunter schwierig, da dabei die Mimik der Schüler nicht zu sehen war, sagt Gymnasiallehrer Christ. Das fehlende Feedback sei anfangs gewöhnungsbedürftig gewesen. Punkt Doch nach einiger Zeit haben sich immer mehr Schüler getraut, die Kamera anzuschalten. Das hat die Durchführung des Unterrichts sehr erleichtert, sagt der Lehrer. Punkt Für einige Lehrkräfte sei die Nutzung der benötigten Technik eine ganz neue Erfahrung gewesen. Schulleiter Frank Wellstein ergänzt: Wir haben dann interne Fortbildungen angeboten, um die Kolleginnen das digitale Unterrichten heranzubringen. Glücklicherweise gibt es einige Lehrkräfte, die bereits vor Corona mit der Technik vertraut waren, sagt Marne Nebel, stellvertretende Vorsitzende des Schulelternbeirats. Ohne sie wären wir aufgeschmissen gewesen. Punkt Trotz des großen Engagements von Schülern, Lehrern und Eltern sorgt die Technik immer noch für Probleme. Viele Schüler und Lehrer arbeiten nach wie vor mit ihren privaten Endgeräten. Punkt Da diese teilweise sehr verschieden und auch veraltet sind, treten die unterschiedlichsten Schwierigkeiten auf, sagt er. Bei einem geringen Prozentsatz der Schüler gibt es darüber hinaus manchmal Probleme bei der Netzanbindung. Im Oktober des vergangenen Jahres sind alle Schüler der Camberger Einrichtung, die kein eigenes Endgerät besitzen, mit einem iPad aus. Das betraf 130 Kinder. Sie können jetzt an allen Konferenzen teilnehmen und alle Aufgaben erledigen. Das war während dem ersten Lockdown im Frühjahr noch ganz anders, so Nebel. Stetiger Austausch an der Taunusschule. Das Projekt Distanzunterricht sei an der Taunusschule in Bad Camberg insgesamt gut gelungen, die seinen stetigen Austausch zwischen allen Beteiligten gegeben habe, sagt die stellvertretende Vorsitzende des Elternbeirats. Es wurde ständig Verbesserungsvorschläge gemacht, sodass der Ablauf nach und nach immer besser strukturiert werden konnte. Während des Distanzunterrichts sei Kreativität gefragt, sagt Nebel. Es gab nicht nur bei vielen Heranwachsenden unbelebten Frontal. Die Schüler von Quernheim durften beispielsweise darüber hinaus Erklärvideos zu verschiedenen Themen entwerfen und in den Naturwissenschaften konnten sogar einige Experimente zu Hause durchgeführt werden. Im Rahmen dieser neuen Unterrichtsmethoden, die ich mich vor Corona nie getraut hätte anzuwenden, sind tolle Ergebnisse entstanden, sagt Quernheim. Obwohl der Distanzunterricht an der Taunusschule bislang weitestgehend reibungslos vonstatten ging, wünschen sich Schüler, Lehrer und Eltern etwas mehr Unterstützung von der Politik. Nebel fordert externe Fortbildungen, um die Belastung an den Schulen zu senken. Punkt Schulsprecher Clemens Ott hofft auf eine Verbesserung der Netze. Alle Beteiligten freuen sich darüber, dass der Präsenzunterricht heute mit dem sogenannten Wechselmodell wieder startet. Nichts kann ihn wirklich ersetzen, betont Marne Nebel. Punkt Das sieht Clemens Ott ähnlich. Punkt Die sozialen Kontakte haben gefehlt, und dadurch ist auch die Anspannung gestiegen. Der Wechselunterricht sei eine gute Option in Zeit einer Corona-Pandemie. Punkt Auch nach der Pandemie soll an der Taunusschule in Bad Camberg das digitale Arbeiten in den Unterricht eingebunden werden. Die Schüler lernen dadurch viel über die technischen Möglichkeiten, die es derzeit gibt. Punkt Das hilft in der heutigen Arbeitswelt sicherlich weiter, sagt Schul-Tobias Keter.